Prima. Was gibt's denn? Hey, also, nun ist es soweit. Ich muss mich für die nächsten 3 Jahre krank melden. Wie jetzt? Du siehst doch top aus. Außerdem, wir müssen uns eh keine Sorgen machen. In MV kommt immer alles später an. Ach, so siehst du das also? Okay. Also muss ich bei dir wohl ganz von vorne anfangen. Ihr zählt wie viel? 209.000 Einwohner in der Hansestadt Rostock? Auf den Straßen fahren 97.000 Kraftfahrzeuge und hey, eure Fähre. Ja? Die ist im Jahr 2019 ganze 6.181 Mal nach Dänemark geschippert. Und ja, ich habe mitgezählt. Und das ist ja nur ein kleiner Einwohner. Naja, aber wir sind ja doch schon voll aktiv und so. Hier, die Gruppe, warte mal. Students for Future, ja. Die setzt sich teilweise doch so für neue Radwege und so ein. Das motiviert den einen oder anderen bestimmt. Und dann gibt's auch endlich mal ein bisschen mehr Platz auf den Straßen. Das ist doch super. Mann, das reicht nicht, okay? Die letzten 3 Jahre waren die heißesten Sommer seit der Temperaturaufzeichnung überhaupt. Hier, schau mal. 2 Klimadiagramme. Eins von 1990 und das andere von 2019. Verstehst du das? Mir ist einfach unfassbar heiß. Das musst du folgendermaßen betrachten. Ne? Ja, es ist warm, aber wir sind halt ein Touristenbrennpunkt. Das ist doch für uns, ist das doch super. Im letzten Jahr konnten wir fast 400.000 Gäste an unseren Seebädern begrüßen. Ne? Ey, das ist das beste Marketing. Warmes Wetter, schön und gut. Aber wenn meine Durchschnittstemperatur bis 2030 von 14 auf 15,6 Grad ansteigt. Da haben wir doch bis 2100 schon längst den Freund auf 2100? Bis dahin bin ich doch schon lange weg. Bis dahin bist du lange weg. Aber jetzt können wir noch was tun. Also bitte ich euch um Hilfe. Dazu kommt noch, dass es nicht nur schön warm an den Stränden wird, ja? Die Polarkappen, die schmelzen nach und nach ab. Ach, weißt du, der Meeresspiegel steigt. Gerade hier, ja, in deinem so schönen Mecklenburg-Vorpommern, da sollte das Thema Nummer 1 sein. Irgendwann in 100 Jahren. Entschuldige, Teile von New York, ganz Dänemark oder die Niederlande, die sind dann einfach unter Wasser. Es existiert ein Masterplan. Weg. Der wird bis 2050 von Rostock ausgearbeitet und dann sind wir wieder klimaneutral. Und was diese ganze Überschwemmungsthematik angeht, ach, Dänemark und Niederlande, die werden dann halt nur zu einem neuen Venedig. Das ist doch eigentlich total geil. Bis dahin werden wir mal noch schön die Tourismusströme genießen und davon profitieren. Und was sagst du zu dem ganzen Regen? Ich krieg das nicht mehr so gesteuert wie früher. Wenn er kommt, kommt er zur falschen Zeit und außerdem, du kannst es den Leuten eh nicht recht machen. Klagt der Bauer einmal nicht, ist er scheinbar nicht ganz dicht. Weißt du noch, als Bützow 2015 von einem... Bützow, mein Gott, wir leben hier in Deutschland, wo der Hausbau schon viel weiter vorangeschritten ist als in den USA zum Beispiel. Die da mit ihren Bungalows und ständigen Tornados, aber hier ist doch alles schick. Die Stadtwerke, die haben in Brinkmannshöhe beispielsweise schon... Du wirst schon sehen, was du davon hast. Okay. Fridays for Future. Hey Leute. Hier ist euer Klima.